Recep Tayyip Erdogan selbst preist in diesem Jubiläumsfilm den Mut der Kämpfer von damals. In der Schlacht von Malazgirt vor über 900 Jahren besiegten sie die Griechen. Auf dem Blut dieser Soldaten wurde unsere türkische Nation gebaut, schwärmt der Präsident. Das aufwendig inszenierte Video schlägt dann auch bildlich den Bogen ins Heute zum Kampf gegen die Griechen um Inseln und Rohstoffquellen im Mittelmeer. Die Truppen von Sultan Alparslan haben die Griechen damals geschlagen, so die Botschaft, und die Truppen von Sultan Erdogan werden es heute wieder tun. Wir werden nicht vor dem Kampf davonlaufen und wir schrecken auch nicht davor zurück, wenn wir Märtyrer beklagen müssen. Aber sind jene, die sich uns im Mittelmeer und den umstrittenen Zonen entgegenstellen, bereit, die gleichen Opfer zu bringen? Kriegsdrohungen und Glorifizierung des osmanischen Erbes. Für viele Beobachter zeigt sich darin die Ideologie der Regierung Erdogan. Wir treffen den Politikwissenschaftler Ilhan Uzgel. Der aktuelle Konflikt im Mittelmeer ist für ihn Ausdruck einer außenpolitischen Strategie. Mit der Gründung der Koalition von Nationalisten und Islamisten begann eine neue expansionistische Phase in der türkischen Außen- und Sicherheitspolitik. Ich würde sagen, wir gehen im Moment durch eine Phase des militarisierten Neo-Osmanismus. Diese Ideologie steht auf drei Säulen. Eine davon ist eine aggressive Außenpolitik. Die Türkei sichert sich Einflusszonen außerhalb der türkischen Grenzen. Längst stehen Ankaras Truppen im Nordirak oder in Syrien. Dort wurden große Gebiete mit der Begründung, Terrorgruppen zu bekämpfen, schlicht militärisch besetzt. In Libyen kämpfen Söldnertruppen im Auftrag Ankaras an der Seite der Regierung in Tripolis. Die Türkei liefert trotz Embargos Waffen, setzt Drohnen ein. Dies alles folgt der Strategie der Vorwärtsverteidigung. Das ist eine Strategie, die in den Kreisen der türkischen Sicherheitselite seit langem tief verankert ist. Sie basiert auf der Überzeugung, dass sich die türkische Landesverteidigung nicht auf die eigenen nationalen Grenzen beschränkt, sondern dass sie auch grenzüberschreitende Regionen umfasst, die von der Türkei kontrolliert werden. Im Mittelmeer gehen die Strategen gar noch einen Schritt weiter. Dort träumen sie von der blauen Heimat. Wir treffen den ehemaligen Chef des Marineplanungsstabes, Admiral Cem Gürdeniz. Er hat die Militärdoktrin Mavi Vatan, blaue Heimat, vor 14 Jahren entwickelt. Sie sieht eine drastische Ausweitung der türkischen Hoheitsgewässer auch im Mittelmeer vor, einschließlich vieler griechischer Inseln nahe der türkischen Küste. Seit diese Seegrenzen vor fast 100 Jahren gezogen wurden, sagt Gürdeniz, habe sich viel verändert. Im 21. Jahrhundert haben wir eine Nation mit 85 Millionen Einwohnern, ein G20-Mitglied, ein Land mit einer großen Rüstungsindustrie, das unter die 7 größten Industrienationen aufsteigen will. Dieses Land kann es nicht akzeptieren, aus dem Mittelmeer ausgeschlossen zu werden. Griechenland und Zypern beanspruchen beide große Wirtschaftszonen vor der türkischen Küste. Diese lassen der Türkei nur einen schmalen Küstenstreifen. Ankara argumentiert mit seinem Festlandsockel und beansprucht seinerseits weite Gebiete, die in die anderen Zonen hineinreichen. Viele glauben, es gehe der Türkei vor allem um Energie. Nein, um Energieversorgung geht es nur an zweiter Stelle. Zuerst geht es um den Ausschluss der Türkei vom Mittelmeer. Es geht um mediterrane Geopolitik. Jahrelang lag seine Idee der blauen Heimat in der Schublade. Erst Erdogans islamisch-nationalistische Koalition holte sie wieder hervor. Die aktuelle Regierung nutzt die Doktrin der blauen Heimat für ihre eigenen außenpolitischen Zwecke. Das ist verständlich. Das würde jede Partei tun, die an der Macht ist. Aber ich bin ein Kemalist. Ich halte nichts davon, dass diese Strategie von religiösen Kräften wie den Muslimbrüdern als außenpolitisches Mittel benutzt wird. Das lehne ich ab. Es geht um die Ausweitung des Einflussgebiets und dabei beruft sich Erdogan auf das osmanische Erbe. Seine Regierung träumt vom Aufstieg zu alter Größe und schleift das säkulare Vermächtnis von Staatsgründer Atatürk.
Jüngstes Beispiel ist die Rückumwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen war sie 500 Jahre lang ein muslimisches Gebetshaus, bevor Atatürk sie 1934 zu einem Museum machte. Für viele ein historischer Fehler. Wir waren die ganze Zeit schon sehr aufgeregt. Gott segne unsere Nation und unseren Präsidenten. Heute ist der Tag, an dem wir Muslime wieder stark sind. Wieder in der Hagia Sophia beten zu können, war ein Jugendtraum des Präsidenten. Das türkische Volk soll wieder stolz sein auf die Erfolge seiner osmanischen Ahnen. Die Nutzung als Moschee wird von den streng religiösen und vielen in der islamischen Welt als Sieg gewertet, als Auferstehung des osmanischen Geistes, als Wiederbelebung islamischer Eroberungen. Dieser osmanische Geist und die islamischen Eroberungen flimmern seit Jahren schon in aufwendig inszenierten TV-Serien in die türkischen Wohnzimmer. Produktionen wie Abdülhamids Thron erzählen von Intrigen ausländischer Mächte und vom heldenhaften Kampf gegen den Feind. Sie sind Vehikel für die Propaganda der Regierung Erdogan und bereiten das Feld für die Konflikte der Gegenwart. Das verfolgt zwei Ziele. Zum einen soll Erdogans Regierung und ihre Ideologie gestärkt werden. Zum anderen soll die türkische Gesellschaft für die grenzüberschreitenden Militäroperationen und das Engagement außerhalb der eigenen Grenzen mobilisiert werden. Für diese Auslandseinsätze wurde massiv in die Aufrüstung des türkischen Militärs investiert. Besuch des Präsidenten beim Rüstungsunternehmen Roketsan Ende August. Eines der erklärten Hauptziele der türkischen Führung ist die Entwicklung eigener Waffensysteme. Heute baut die Türkei eigene Raketen, Kampfdrohnen, Panzer, Kampfhubschrauber. Türkische Aufklärungssatelliten umkreisen die Erde. Am Wochenende gab der Präsident auch den Startschuss für ein eigenes Weltraumprogramm. Meine Brüder, wir haben in den letzten 18 Jahren versucht, unser Land im Rüstungsbereich wieder an die Spitze zu bringen. Unsere Verteidigungsindustrie war fast gelähmt. Inspiriert vom glorreichen Erbe unserer Vorfahren konnten wir unsere Abhängigkeit vom Ausland im Rüstungsbereich von 70% auf 30% reduzieren. Türkische Aufklärungs- und Kampfdrohnen kommen in Syrien und Libyen zum Einsatz. Türkische Technologie für türkische Militäroperationen im Ausland. Sie sind Teil dieser, wie İlhan Uzgül es nennt, neo-osmanischen Strategie der Vorwärtsverteidigung. Vermutlich wird die Türkei bald permanente Militärbasen in Libyen einrichten. Sie wird dauerhaft Stützpunkte auch im östlichen Mittelmeer unterhalten, ebenso auf Zypern. Sie hat bereits die militärische Kontrolle in Nordsyrien und im Irak. Das heißt, die Türkei nutzt ihre militärische Macht, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Und genau diese Botschaft will die türkische Führung senden. Wir sind wieder wer. Wir müssen uns von niemandem etwas vorschreiben lassen, auch nicht im Mittelmeer von Griechen und Europäern. Wir werden unsere Interessen durchsetzen, unsere blaue Heimat verteidigen, wenn nötig, mit Gewalt.